Krumlette Kessel Gucker live in Action 21. Angesprochen 5-2010 Senk, Gänzi Selzink, Gänzi Kultur B Selzink, Gänzi Werte Danke. Auf Wunsch der anwesenden Gampler gibt nochmal eine Live-Vorführung unseres sagenhaften Casino-Kesselguckers. Wir befinden uns hier in freier Natur, nämlich auf der Neverland Ranch von Thomas Westerburg im südwestfälischen Siegerland in seiner Laube. Die Bildqualität könnte etwas schlecht sein, da ich den Laptop über Handy ins Internet führen muss und wieder alles abfilme. Bitte meine Herren, Hände weg von der Kamera, die gehört mir nicht, ist fast 100.000 Euro wert und Eigentum des britischen Fernsehens. Die Kamera habe ich auch für die Naturfilme am Amazonas in Brasil oder der Savanne in Afrika dabei und den Tieren sage ich auch immer, Pfoten weg von meiner Kamera. Die Herzen, damit Sie sehen, alles gut. Für unsere Zuschauer noch ein Wort. Ich sagte ja, wir sind hier auf der Neverland Ranch von Thomas Westerburg im Siegerland, wo morgen am Pfingstsamstag die große Roulette-Wanderung stattfindet. Das Wetter ist ja gut und die Wege im Rothaar Gebirge dürften deshalb trocken sein. Einige Roulette-Gambler, die mit ihrem Zelt auf Westerburgs Neverland Ranch übernachten wollen, sind schon da. HSK, was ist das? DDR. Ach so, Hochsauer Landkreis, aber das ist doch in der Nähe hier. Frockenberg hat doch das I für Siegen und der Holländer, wo kommt der her? Aha, aus Enschede, ist doch bekannt. Fußballverein Twente Enschede. So, nun fahren wir mal an meine Herren und Damen, welches Casino nehmen wir? Okay, ich logge mich mal ein. Ich muss Sie bitten, schauen Sie jetzt nicht auf meinen Bildschirm, sondern woanders hin. Mein Kennwort, brauchen Sie nun wirklich nicht zu wissen. Geld habe ich bei diesem Casino so gut wie keins, aber für ein Spielchen wird's reichen. So sehen Sie, so wird der Kesselgucker installiert. Ob Laptop oder Computer, ist egal, ich bin drin, wie Boris immer in der Werbung sagt. Wo? Im Casino laufen ja Leute rum. Nun gut, fangen wir an. Ich schalte den Kesselgucker hier. Sehen Sie genau hin. Ein. Jetzt dreht der Croupier. Und hören Sie, Englisch müssen Sie schon können. Das heißt, Satz auf die 29. schnell den 1 Euro Jeton drauf. Und sehen Sie, der liebe Kesselgucker hat mal alles wieder richtig gesehen. Die 29 fällt. 36 Stücke für ein Stück. Das kann sich sehen lassen. So, jetzt passt auf. Alles geht automatisch eingeschaltet lassen. Nun dreht der da im Casino und der Kesselgucker sagt 32. Geht drauf an. Punkt B. Es fällt die 0. Knapp daneben. Ruhig. Der Kesselgucker arbeitet und braucht nichts zu tun. Immer eingeschaltet lassen. Sehen Sie. Der Croupier dreht und der Kesselgucker arbeitet, haben Sie gehört. Das heißt auf Deutsch 33. und die 33 fällt. Kein Wunder, mein Kesselgucker wird sich nicht und ist der Wahrsager persönlich. Aber trotzdem Verlust. Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, ein Stück auf die 33 zu legen. Mann, meine Herren, quatschen Sie hier nicht so viel rum, das kostet mich bares Geld. So, Kesselgucker, der Croupier dreht und Kehr soll die 26 nehmen. Jetzt liegt der Jeton drauf. Yay, yay, schon wieder die 0 und daneben. Eben habe ich doch schon mal bei der 0 verloren. Schaut hin, es wird gedreht. 13 heißt das also drauf, damit Punkt und sehen Sie, 13 gewinnt. Na, diesmal habe ich schnell gesetzt und gewonnen. 36 Euro kann ich gut gebrauchen. Danke, Herr Westerburg. Westerburg stellt mir gerade ein frisches Krumbacher Pils hin. Wird ja hier direkt auch neben seinem Hauberg gebraut. Westerburg, schleichst du dich dahin und klaust die Blondinen vom Hof oder sind die gekauft? Naja, ich will den Muskelprotz Westerburg jetzt nicht provozieren. Jetzt haben wir den nächsten Kuh verpasst. Westerburg, dein Kuh ist schuld. Sie
Deutsch 7 gerufen. Das heißt 7 und die 7 ist gekommen. Nein, weiß ich nicht. Hier fragt ein Österreicher mit der Nummer. Ob es dort auch geht, weiß ich nicht. In was ist das? Aha, Niederösterreich. Einen Schweizer haben wir hier nicht, oder doch? Nein, tatsächlich nicht. Ja, die sitzen ja auf. Wissen Sie, ich war dabei, als der Wetterfrosch-Kachelmann, den ich in Whistler Montalins bei den Olympics kennengelernt hatte, am Airport bei seiner Rückkehr mitkommen musste. So, den nächsten Coup haben wir auch mal verpasst. Und so, der Kassel-Gucker sagte wieder 32 und es kam die 0. Komisch, bei der 0 klappt das irgendwie nicht. Wahrscheinlich liegt das an der grünen Einfärbung, denn die Pixel werden ja ausgelesen. Meine Herren, einen machen wir noch. Okay, dann eben 3, ich verdiene ja dabei. Also hören Sie, 6, das hat nichts mit 6 zu tun, sondern heißt 16, und dieser 16er 6 fällt tatsächlich. Sie wissen gar nicht, was für ein zuverlässiger Arbeiter der Kessel-Gucker ist, auch wenn ich jetzt schon wieder vergessen habe, meine letzten Pfennige auf 16 zu legen. Du siehst, Herr Österreicher, aus wie Niederösterreich, der Kessel-Gucker. In Innsbruck habt ihr immer gerufen, Hauptsache der Klammer gewinnt. Und hier heißt der eben nicht Klammer, sondern Kessel-Gucker. So, die 26 soll ich setzen. Torf damit nur in Ruhe. Die Kugel fällt. Die 26. Skandal. Der Kessel-Gucker hat es gewusst. Hauptsache der Kessel-Gucker gewinnt. So, jetzt der letzte. Okay, der Kessel-Gucker sagt, die 16. hatten wir die nicht schon. Okay, es fällt die 16, was natürlich anzunehmen war. Mein Kessel-Gucker hört sich nicht. Jetzt ist Schluss. Meine Herren, Westerburg schiebt den nächsten Kasten Krumbacher Pils an. Laden Sie sich doch auf meine Kosten. So viel habe ich ja soeben gewonnen. Ach so, ich muss ja noch in die Kämmere sagen. Das war's. Setzung kennt sie. Thank you.